Hallo YouTube, heute spielen wir Rootman und ich glaube, es war eine Demo. Das ist nur ein kurzer Prototyp, den ich kreiert habe mit meiner Frau in 48 Stunden als Part of the Global Game für den Global Game Jam 2023. Wenn das Spiel oft genug gewishlistet wird, machen wir vielleicht eine Vollversion. Also, wenn es euch gefällt, dann ab auf die Wishlist. Gibt es bei Steam. Neues Game. Oh, schon wieder so ein VHS-Ding. Da bin ich. Okay. Ich kann rennen. Ich kann springen. Also, guck mal. Wir haben das in 48 Stunden gemacht und man kann springen. Warum kann man nicht springen? Wahrscheinlich, weil man zum Spielen das Spiel kaputt gemacht werden kann, was ich hier sehr gut hinbekomme. Oh Gott. Ich dachte gerade, es klopft hier in Wirklichkeit. Please open. Oh, das ist ja nicht so gut. Das kriegt man sehr schlecht wieder raus. Hallo, hallo, ich bin die Polizei. Hab ich eigentlich keine... Ach, guck mal. Ich habe eine Taschenlampe. Kann ich ausmachen? Hab ich noch irgendwas? Also ich kann mich so hin und her lehnen. Kann ich mich... Ich kann mich hocken. Achso, das ist kein Spiegel. Ich muss mal die Taschenlampe wieder ausmachen. Kann ich zoomen oder so? Hallo, hallo, hallo. Was ist hier passiert? Ein bisschen Radio hören. Es ist auf einmal spontan mein Lüfter hochgefahren und ich bekomme eine Anzeige hier. Könnte ich euch mal einmal ein bisschen hochregeln? Ist das möglich? Nee, irgendwie nicht. Ja, dann lebt mit der Temperatur bitte. So, Radio. Nein. Ein bisschen Fernsehen. Das sieht sehr unheimlich aus. Was macht das hier? Ja, ich... Ach, das gute Essen. Das schmeckt doch jetzt viel zu sehr nach Eisen. Mikrowelle? Oh, Anschluss. Breezer. Der Freezer heißt Breezer. Okay, der war schlecht. Nein. Hallo, hier ist die Polizei. Hallo, hallo. Hände hoch. Oder ich hau mit meiner Taschenlampe. Gestern habe ich im Wald eine komische Dings, also das, was wir gerade am Tisch gefunden haben, gefunden. Why did I bring it? Warum habe ich es mir nach Hause genommen? Jetzt möchte er es zurück. Wer ist er? If you are reading this, do not take it in your hands. Wenn du das liest, nimm dieses Ding nicht in deine Hand. Das habe ich aber schon getan, weil ich doof bin. Ich kann das... Ja, bitte. Habe ich ein Telefon bei mir? Nee. Ich möchte gerne aufs Bett springen. Aha. Okay.
Darf ich keine Hausdurchsuchung machen, weil ich keinen Durchsuchungsbefehl habe? Oh, nee, das wollte ich nicht. Kann ich das? Nee, nee. Wollen ja hier nicht noch mehr Unfrieden reinbringen. La 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 la. Ich habe gar keine Angst. Ha. Tja gut, wenn hier keiner ist, dann suchen wir mal draußen, ne? Habe ich eigentlich keinen Partner? Warum werde ich alleine zu diesem Haus geschickt? Meine Schritte? Okay. Was ist denn nun passiert? Und mein Mitbewohner zieht die Jalousie hoch, was du nicht richtig immer hören kannst. Was soll denn das jedes Mal? So, warum sieht das von hier draußen auch so aus? Oh ja, ich möchte bitte eine Vollversion. Das gefällt mir schon ganz gut. Hätte ja sein können, dass da jetzt auch irgendwie jemand drin ist. Es hat da vorhin irgendwas geklingelt. Aber da lag doch nichts, oder? Ach, ich kann hier rennen. Haha, springen. Ja, hier ist keiner mehr. Wir können auch einfach fahren. Oh, ich bin aus. Okay. Was ist in meinem Auto? Nein. Okay, dann rennen wir jetzt einfach tief mit. Oh, bald hinein. Ich denke das. Wo kann ich hier? Ich laufe zurück. Warum lässt er eigentlich seinen Wagen laufen? Klar, wenn irgendwas passiert, geht es schneller, aber Umwelt und so. Es wird nicht richtig sein, aber ich würde gerne mal wissen, was passiert. Oh. Hey. Oh. Upsi. Oh no. Ja, das war Rootman. Ja, gut. So. Neues Spiel. Open up. Police. Hier spricht die Polizei. Oh. Ich pack's nicht an. Oh, da liegt ein Telefon. Es sieht aus wie das... Oh, das war noch Zeit. Genauso wie das Telefon des Besitzers hier. Hallo, Police. Ja, ich habe am Wald und habe dieses komische Ding gefunden. Jetzt wird es das zurück. Und wenn du das hier liest, dann nimm es nicht in deine Hände. Ah. Dann muss ich das, damit du klingelst. Oh, fuck.
Das hat er vorhin nicht gesagt. La 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 la. Nee, kein Klingeln. Na gut. Das sieht aber gruselig aus. Was ist das? Was tut es hier? Nehmen wir es nochmal in die Hand. Da. Okay, schade. Wir müssen es tun. Hallo? 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 What the heck is going on? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich würde sagen, die Pflanzen drehen hier durch. Ah gut, Rootman, der Wurzelmann. Erstmal was essen. Ist ein bisschen blutig. Ich darf hier nicht mehr raus. Hallo. Das Ende. Es ist nur ein Demo-Prototyp. Editor Steam Switches. Und ja, vielleicht machen wir dann eine Vollversion. Ja. Ja, das tut mir leid. Ich dachte, es geht länger. Gut. Dann heute mal eine kurze Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. So, ich habe mir überlegt, das war es doch noch nicht, weil 11 Minuten ist echt wenig. Wir spielen Backrooms Demo Singleplayer. Einmal kurz die Settings. Ja, ja. Okay, okay. Ja, okay, probieren wir alles mal so. Sprache war nicht dabei, ne? Controls. Wer ist die? Rennen, ich kann springen, sehr schön. Zoomen, Flashlight, Interact, Escape, Exit, Lock, Window, Escape. Push to Talk haben wir nicht. Gut. Also für die, die es nicht kennen, es wird behauptet, also ganz kurz, das ist ein Showcase-Thema, also das ist nur eine Demo. You can experience a very rough preview of the game, but keep in mind that is a very early stage of the game. Also, es ist, hat gerade erst angefangen und es ist gerade am Anfang, es ist halt eine Demo, ne? Ja, wie springt in der Uhr? Wir springen nicht. Boah, wir rennen auch nicht. Also, Backrooms. Es soll, wenn, ja, wie erklärt man das denn? Ein, quasi ein Glitch durch, irgendwo durch. Du willst was in einen Schrank packen und du fällst durch den Schrank. Man hier, achso, ich habe noch eine Taschenlampe. Und bist auf einmal hier und es gibt, glaube ich, verschiedene Ebenen und man ist auch nicht alleine. Was ich gar nicht weiß, ob bisher mal jemand ja aus dem Backrooms wieder rausgekommen sein soll. E to interact. Nein. E to interact. Und ja, also man ist nicht alleine. Es gibt verschiedene Kreaturen pro Ebene. Oh, genau, diese Stelle habe ich, glaube ich, mal ein Horror-Short, Kurzfilm gesehen. Ja, und man muss sich bei jeder Kreatur anders verhalten. Ich glaube, der hat uns gehört. Was so? Ich weiß nicht mehr. Es
das die Schritte von dem Vieh sind. Das untere Schritte ist, das ist unser Herzschlag. Und jeder, der die Backrooms so sieht, also ursprünglich ist es ein Bild, glaube ich, gewesen. Und die Erklärung dazu, von wegen, was sind die Backrooms. Und jeder, der dieses Bild gesehen hat, denkt sich, okay, das kommt mir echt bekannt vor. Und das ist auch tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich dachte, es fühlt sich irgendwie vertraut an. Und ich fände es sehr furchtbar, muss ich gestehen. Und aber wie in jedem Horror-Dings und überhaupt, ich würde nicht lange überleben. No escape. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Demo auf irgendeine Zeit begrenzt ist. Ist das echte Minuten eigentlich da unten? Was? Okay. Hä? Wann ist das da unten passiert? Oh, hier war ich schon. Dann fahren wir jetzt mal hier runter. Ich sehe nichts. Oh. Okay. Wir fangen dann wohl wieder von vorne an. Ich weiß noch nicht, ob die Demo irgendwann einfach so endet. Ich kann nicht kriechen. Oder ob man halt jetzt hier so ein bisschen rumtesten kann. No escape. Escapo. Escape? No escape. Hm. Ja, ich wollte eigentlich nicht ranzoomen. Ich drücke nur aus Reflex auf die linke Maustaste. Hallo. Ja, da wollen wir nicht hin. Ich würde gerne diese Leiter hier benutzen. E to interact war das doch, oder? Menu. Achso, das war schon die Taschenlampe. Ich weiß nicht, was da steht. Aber ich glaube, hier bin ich vorhin am Anfang durchgerannt. Left. Als das Vieh kam. Ja. Ja, ich weiß nicht. Bist du? Ein Buch? 7? E? Interact? 7? Hm.
Wie muss der eigentlich so schnaufen und so viele Geräusche machen? So werde ich das nicht von den Viechern unterscheiden können. Weil wir ja Gott sei Dank bisher nur eins gesehen haben. Und ich würde mich, so wie ich es jetzt hier auch tue, im echten Leben verlaufen. War ja nicht gerade ein Durchgang. Ich habe die Orientierung verloren. La 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 la. Los geht's. Ja. Ich hab da was gehört. Kann ich noch. Ich kann tot über den Boden sliden. So. Ich habe mich aber mit Absicht fangen lassen, weil ich glaube, dass das einfach nur so zum Testen ist und es nicht wirklich ein Ziel gibt. Und weil ich ja nur etwas zum Lückenfüllen brauchte. Und mein Pinky-Männchen gibt auch den Geist auf. Also, sage ich jetzt aber wirklich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.